Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Video. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass ich mein Bullet Journal 2023 Setup gezeigt habe. Seitdem ist hier nicht viel passiert im Zimmer, aber ein bisschen was. Ich habe jetzt so ein cooles Bookcard. Und ich dachte mir, ich zeige euch natürlich dieses Jahr auch mein Setup meines Bullet Journals für 2024. Wie ihr wisst, ich bin ein ziemliches Routinen- und Productivity-Girly. Und alles, was ich plane, alles, was ich tracke, alles von meinen Habit-Trackern über Dankbarkeit, über Erfolge, Planer, whatever, sammle ich alles in meinem Bullet Journal. Und das ist jetzt das fünfte Jahr in Folge, dass ich einen Bullet Journal aufgesetzt habe. Ich habe 2020 mein erstes gemacht und seitdem habe ich natürlich einiges dazugelernt beziehungsweise mich weiterentwickelt und meinen Bullet Journal weiterentwickelt und habe ganz neue Ideen auch gesammelt 2023, die ich natürlich jetzt in 2024 mit reinnehmen werde. Und deswegen möchte ich euch mitnehmen, nicht nur durch mein Bullet Journal, sondern auch durch den Entstehungsprozess. Ich habe die letzten Wochen mitgefilmt, wie ich dieses Bullet Journal aufgesetzt habe. Ich habe nicht alles mitgefilmt, weil es waren einige Stunden vor meinem Fernseher mit Vampire Diaries im Hintergrund, wo ich dieses Bullet Journal aufgesetzt habe. Aber ich bin fertig und bin für den Januar fertig. Und ich freue mich unglaublich, das heute euch zeigen zu können. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Ich habe mein Bullet Journal dieses Mal wieder mit ein paar Stickern verziert. Das hatte ich letztes Jahr nicht, weil das Bullet Journal ein anderes Muster hatte und ich fand, da haben Sticker irgendwie nicht drauf gepasst. Und dieses Jahr habe ich ein sehr schlichtes Motiv gewählt, weil es einfach von dieser Firma, wovon ich meine Bullet Journals kaufe. By the way, Leute, I got you. Falls ihr euch jetzt fragt, Clara, woher hast du deine Bullet Journals? Die Brand ist EMF. Da ist ein Fisch drauf. That's the Bullet Journal. Die machen so gute Bullet Journals. Es ist so hochwertig, qualitativ, hat dicke Seiten, genug Seiten, hat einen richtigen Buch. Und von dieser Brand habe ich jetzt halt schon das fünfte Bullet Journal. Und to be honest, ich habe irgendwie schon die besten Designs alle gekauft. Und deswegen habe ich ein etwas schlichteres gegriffen, weil die anderen mir dieses Jahr nicht so gut gefallen haben. Aber ich dachte, ich klebe ein paar Sticker drauf. Und ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass über das Jahr verteilt dann noch mehr Sticker drauf kommen werden. Dann blättern wir mal rein. Ganz vorne kann ich meinen Namen und meine Kontaktdaten eintragen. Aber to be honest, ich habe mein Bullet Journal eh immer nur zu Hause. Also ich nehme das nicht mit auf die Arbeit oder so, weil ich weiß, dass ich, wenn ich das immer in meine Tasche tue, es am Ende des Jahres sehr ranzig aussehen wird. Und ich mag es auch nicht, das immer mitzuschleppen. Deswegen lasse ich es meistens eh zu Hause und gucke dann halt zu Hause einmal morgens drauf. Hey, was steht heute an? Oder ich gucke am Vortag, hey, was steht morgen an? Und dann weiß ich auch, was ansteht und dann brauche ich eigentlich auch nicht mein Bullet Journal mitnehmen. Auf der nächsten Seite, as usual, habe ich hier meine Bullets und meine Colors. Einfach eine Übersicht für mich, damit ich weiß, was was bedeutet, auch wenn ich das mittlerweile alles auswendig weiß und eh intuitiv mache, aber trotzdem ist es irgendwie schön, das auch für rückblickend einfach dort zu haben und auch die Farben. Ich habe auch diesmal von Anfang an ein Book-Rating-System mit eingebaut, weil, darauf kommen wir später noch, ich habe eine ganze Bullet Journal Page nur für die Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe hier auch einen 6-Star hingeschrieben. Ich habe noch nie ein Buch 6 Sterne gegeben, aber wer weiß, vielleicht passiert das 2024. Who knows? Dann kommt auch schon die ganz typische Jahresübersicht. Hier trage ich wichtige Geburtstage ein und wenn ich wegfahre und wenn jemand zu Besuch kommt, damit ich am Ende des Jahres nochmal so drüber gucken kann und dann weiß ich, ach, da war ich dort und da war der zu Besuch und da war ich dort im Urlaub und das gefällt mir ganz gut. Bisher sind nur die wichtigsten Geburtstage eingetragen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass ich das so gemacht habe, die Übersicht. Und ich finde es voll cool mit den abwechselnden Farben für die Tage. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Kalenderübersicht und werde das, glaube ich, auch so beibehalten noch für eine Weile. Mehr brauche ich da auch einfach nicht. Auf der nächsten Seite befindet sich meine Bucketlist. Und hier habe ich etwas neu gemacht, beziehungsweise anders zum letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr einfach nur eine Liste gehabt und dieses Jahr wollte ich auch quasi eine Art Vision Board für meine Bucketlist haben. Und ich habe für die meisten Bucketlist-Punkte auch ein Bild ausgedruckt. Falls jetzt noch Bucketlist-Sachen dazukommen, habe ich dafür natürlich keinen Platz mehr für Bilder. Aber ich finde es eigentlich so ganz schön. Ich kann ja auch mal ganz kurz durchgehen, was hier auf meiner Bucketlist alles steht. Einmal zum Thema Pole Dance. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen meinen allerersten Pole Dance-Auftritt und der war so geil, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nächstes Jahr noch einen Auftritt machen. Egal was, egal wie, egal wann. Ich brauche einen zweiten Auftritt und ich möchte Duo-Pole testen. Ich habe das nämlich jetzt ein paar Mal gesehen, wie andere das machen. Ich finde es so nice. Ich brauche meinen Pole-Bestie, mit dem ich Duo-Pole machen kann. Dann habe ich das Ziel, YouTube zu monetarisieren. Dafür fehlt mir noch das eine Achievement. Da bin ich aber auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Also der Play-Button hier ist definitiv nicht mein Ziel dieses Jahr. Aber das zu monetarisieren schon mal, das ist mein Plan. Ich glaube, das sage ich jetzt auch schon seit Monaten. Ich möchte anfangen, UGC-Creator zu werden. War alles noch ein bisschen pausiert bisher. Einfach, weil keine Zeit. Aber naja,
nächstes Jahr kommt. Dann habe ich mir auch vorgenommen, neue Dinge zu lernen, mit denen ich Geld verdienen kann in Sternchen. Das steht da nicht bei, aber das ist so in meinem Kopf. Das sind jetzt Sachen, das sind einfach nur Ideen, die ich hier aufgeschrieben habe. Vielleicht kommen ganz andere Sachen nächstes Jahr auf mich zu. Vielleicht werden es genau die sein, man weiß es nicht. Aber ich habe mir einmal angeschaut, eine Synchronsprecherausbildung, weil dieses ganze Thema Moderation, Synchronsprechen, finde ich super spannend und hätte ich übertrieben Bock drauf. Fände ich total cool, in die Richtung irgendwie auch mehr zu machen. Who knows, vielleicht wird das ja was. Ich hatte eine Hammer-Idee, weil ich liebe es ja, mein Bullet Journal zu machen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es möglich, mein Bullet Journal digital für GoodNotes zu entwickeln und es quasi verkaufbar, downloadbar zu machen für euch. Also das ist so ein bisschen der Plan, das Ziel, dass das, was ich hier mache, digital fürs iPad runterzuladen ist irgendwo. Da muss ich mir aber noch anschauen, wie das geht, wie ich das machen kann. Das sind so Sachen, die ich mir anschauen möchte, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, okay, das muss ich auf jeden Fall machen. Das sind nur Ideen, wie ich quasi neue Dinge lernen kann oder neue Einkommensquellen habe. Keine Ahnung. Und dann auf der anderen Seite sind so ein bisschen mehr Freizeitziele oder Bucketlist-Punkte. Einmal möchte ich 2024 definitiv auf mehr Konzerte gehen. Ich war dieses Jahr, glaube ich, auf einem Konzert und davor die Jahre echt gar nicht mehr, glaube ich. Und ich finde Konzerte so geil. Ich will jetzt nicht jeden Monat auf 2 Konzerte gehen, aber ich möchte auf jeden Fall auf so, sagen wir, mindestens mal 2 bis 3 nächstes Jahr. Weil es einfach eine geile Stimmung ist, Spaß macht und es sind so Erinnerungen, die man sammelt, so Konzerte. Und ich habe ein sehr hohes Ziel angesetzt, wo ich nicht weiß, ob ich das einhalten kann. Aber ich habe mir vorgenommen, 50 Bücher zu lesen. Ich habe mal überlegt, es gibt ja über 50 Wochen in einem Jahr. 56 Wochen? Irgendwie so. Auf jeden Fall wäre das ja quasi ein Buch die Woche. Dann wäre man ja bei 50 Büchern. Und ich bin dieses Jahr auch sehr nah dran gekommen. Ich habe dieses Jahr auch einige Novellen gelesen, die halt dazu zählen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass 50 Bücher machbar sind. Aber ich liebe Lesen. Lesen ist so ein großes Hobby geworden 2023 von mir. Also wirklich so groß. Can you tell? Sieht man's? Das ist mein großes Hobby. I mean, ich habe ein fucking Bookcard jetzt hier stehen, ja. Und hier sind Sachen drin wie Tabs zum Annotieren. Also Lesen ist auch so das. Das macht mir einfach Spaß. Das mache ich zum Runterkommen. Und mein letzter Bucketlist-Punkt ist Reisen. Ich möchte unbedingt nach Malle. Das steht auch tatsächlich schon fest. Ist noch nicht gebucht, aber steht schon fest, dass wir nach Mallorca fliegen. Uns eine Finca buchen mit Pool und einfach eine geile Zeit da haben. Und ich habe Japan aufgeschrieben. Ich würde eigentlich ultra gerne nach Japan in der Aprilzeit. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen knapp und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr schaffen, das bis April geplant zu haben und gebucht zu haben. Ist, glaube ich, auch ein bisschen zu spontan. Deswegen überlege ich, ob ich es entweder für September plane oder ob ich sage, okay, ich plane dieses Jahr einfach nur, dass ich die Japan-Reise im April übernächsten Jahres mache. Steht auch nicht so ganz fest, aber auf jeden Fall ist Japan jetzt in meinem Fokus und ich möchte unbedingt hin. Ich würde auch alleine hinfliegen, to be honest. Ich glaube, alleine ist es auch so eine Sache. Bleibt dann nochmal viel mehr hängen und man hat so nochmal eine viel intensivere Erfahrung. Ich glaube, Japan möchte ich das erste Mal alleine erleben. Die nächste Seite meines Bullet Journals ist tatsächlich neu. Das hatte ich so noch nicht. Und zwar ist es eine Achievement-Liste. Ich habe damit angefangen dieses Jahr, aber ich habe relativ schnell auch wieder damit aufgehört. Aber ich möchte damit anfangen, dass ich alle meine Achievements aufschreibe und sammle. Und nicht nur so große Achievements, sondern wirklich auch kleine Achievements. Ich habe hier jetzt für jeden Monat Platz dafür, dass ich wirklich einige Achievements aufschreiben kann. Und seien so Sachen wie, hey, diese Woche war ich auf der Arbeit giga krass und habe voll die guten Meetings gerockt und keine Ahnung, was auch immer. Oder, hey, ich habe meine 25 Büchermarke erreicht im Mai. Keine Ahnung, irgendwelche solche Sachen, wisst ihr? Also, dass ich einfach mehr die Small Wins mir vor Augen führe und mich darüber freue, was ich alles schaffe und achieve halt. Und ich hoffe, dass ich das auch führe und ich hoffe, dass es auch gut wird und so. Aber ich glaube schon. Die nächste Seite ist genau wie die Achievement-Seite aufgebaut und die hatte ich aber auch schon die letzten Jahre drin. Und zwar sind das meine Monthly Highlights. Die mache ich dann immer einmal im Monat, dass ich mich am Ende des Monats hinsetze und einfach einmal reinschreibe, was alles Gutes passiert ist. Das ist immer schön, dann zurückzugucken und dann kann man sich richtig anschauen, so, oh mein Gott, da habe ich das erlebt, habe ich dies erlebt und macht einfach mega Spaß. Vor allem, wenn man dann so am Ende des Monats zurückblickt, dann merkt man so, boah, so ein Monat ist ganz schön lang und es passieren ganz schön viele Dinge in einem Monat. Das gefällt mir sehr gut. Das ist auch eine Sache, die führe ich gerne weiter. Die nächste Seite habe ich auch neu gestaltet. Ich hatte schon immer eine Therapy and Thoughts Around Therapy Page, aber die war anders aufgebaut und jetzt habe ich sie für die Kalenderwochen aufgebaut, dass ich wirklich nach jeder Therapiesitzung mir einmal reinschreiben kann, was war diese Woche das Thema und wie bewerte ich die Stunde? Also war das jetzt eine gute Stunde? War das eine schlechte Stunde? Warum? Okay, so viel Platz ist da nicht, aber you know the deal, dass ich einfach mich wirklich nach jeder Therapiestunde einfach einmal damit beschäftige. Bei Special Notes habe ich auch noch so ein bisschen Platz für große Breakthroughs, falls ich die mal habe.
Next Page. Die Sache mache ich, glaube ich, schon seit 6, 7 Jahren. Die habe ich schon gemacht, bevor ich überhaupt Bullet Journaling angefangen habe. In meinen ganz normalen Plannern habe ich das gemacht. Und zwar ist das Year in Pixel. Mache ich auch immer wieder gerne. Finde ich immer ganz süß, wenn man da so drauf zurückguckt. Und dann sieht man so auf einen Blick, wie gut oder wie schlecht das Jahr war. Das ist mein Year in Pixels von diesem Jahr, von 2023. Ich hatte ein echt gutes Jahr. Mir ging es sehr viel gut. Mir ging es jetzt hier im Dezember sehr schlecht. Und im November ging es mir auch nicht so gut. Also ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo es mir nicht gut ging. Aber all in all würde ich sagen, sieht das sehr positiv und sehr glücklich aus. Vor allem hier. Holy shit. Ich habe aber auch das Gefühl, Anfang des Monats habe ich immer so halt meine Periode. Und ich habe das Gefühl, dass hier dann eher so ein bisschen schlechter ist. Und hier ist dann richtig gut. Und hier wird es dann wieder schlechter. Wisst ihr, was ich meine? Who knows? Vielleicht hat das was mit dem Zyklus zu tun. Vielleicht auch nicht. Und auf der nächsten Seite ist jetzt mein Reading Log. Der sieht noch sehr leer aus und sehr abstrakt. Diese Linien, die da sind, sollen quasi das Buchregal sein, wo die Bücher dann draufstehen mit den Bewertungen drin. Ich kann einmal kurz meinen Reading Log von diesem Jahr zeigen, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Und zwar soll das Ganze so ungefähr aussehen, dass halt die Bücher da sind mit den Titeln drin und dann in der Farbe, wie ich sie bewerte. Hier hatte ich halt einfach viel zu wenig Platz. Ich habe mir vorgenommen gehabt, 24 Bücher zu lesen in 2023. Und das habe ich schon Mitte des Jahres oder so erledigt gehabt, deswegen war hier nicht genug Platz. Und dieses Jahr habe ich dann eine ganze Doppelseite an Bücherregalen mir aufgebaut, damit ich da einfach alles vollballern kann mit den Büchern, die ich lese. Und dann kommt schon mein Deckblatt für den Januar und ich bin so happy damit. Ich habe schon vor ein paar Monaten damit angefangen, jeden Monat ein Vision Board mit einzukleben. Das war der Oktober, das ist der November, das ist der Dezember und das führe ich jetzt halt eben weiter in meinem neuen Bullet Journal. Und ich habe für Januar nicht ganz gewusst, was ich als Vision Board machen soll, weil ich hatte halt die letzten Monate immer so Herbst romantisieren, Winter romantisieren. Und to be honest, der Januar ist halt nicht so dieses, oh mein Gott, ich romantisiere das Wetter. Dezember ist halt gar geil, weil du hast halt Weihnachten. Und Januar ist halt aber einfach nur kalt, grau, kahl und traurig. Und deswegen wusste ich nicht so ganz, was ich nehmen soll und habe mich dazu entschlossen, mein Vision Board für Januar eher so Richtung neues Jahr, neuer Start, zurück in die Routinen aufzubauen. Ich habe jetzt seit circa 3 Wochen keine Routine gehabt und freue mich da sehr drauf, wieder zurück in die Routine zu kommen. Mit Sport, mit morgendlichem Meditieren, mit Morgenroutine generell etc. pp. Und früher aufstehen. Und deswegen sieht das Vision Board so aus und ist halt so ein bisschen mehr back to Routine, clean girl, you know the deal. Ja, und auf der anderen Seite ist wie immer einfach nur das Kalender-Deckblatt. Auf der nächsten Seite ist auch nochmal die Kalenderübersicht. Das mache ich auch alles immer noch so gleich. Das habe ich auch das ganze letzte Jahr gleich gemacht und das mache ich auch immer noch so gleich. Hier sind einmal Highlight of the Day. Jeden Morgen schreibe ich einmal auf, was am Tag davor irgendwie das Highlight war. Hier sind meine January Plans, was ich mir vornehme. Obwohl ich es auch ein bisschen so machen wollte, ich wollte Plan/Bucketlist. Also, dass ich so sage, okay, nicht nur meine Pläne und Ziele irgendwie, sondern auch so richtig Sachen wie, ja, ich möchte einfach mal ins Kino gehen oder Schlittschuh fahren gehen oder was auch immer, you know? Die Kalenderübersicht ist auch nochmal gut für mich, weil ich da auch nochmal eintragen kann, so wann ich weg bin oder wann besondere Ereignisse stattfinden. Und dann auf der nächsten Seite befinden sich meine Tracker. Auch da immer noch alles gleich. Ich habe oben meinen Mood-Tracker, wo ich einfach so einen Graphen aufzeichne quasi, wie es mir ging den Monat über. Mein Sleep-Tracker und meine Habit-Tracker links und rechts, wo ich noch keine Habits festgelegt habe, weil ich noch nicht genau weiß, welche Habits ich tracken möchte im Januar. Aber das setze ich dann kurz vorher fest. Das sind halt immer die Sachen, wo ich gerade denke, okay, hier braucht es gerade ein bisschen Improvement. Hier lagt es gerade ein bisschen. Ich denke, ich werde Meditation auf jeden Fall wieder mit aufnehmen. Und dann kommt man zum Hauptteil, beziehungsweise zum Planner selbst, wo die Wochentage drin sind, wo man seine To-Dos aufschreiben kann, seine Termine aufschreiben kann. Und ich habe am Rand auch wie immer noch, wie letztes Jahr, Platz für To-Do-Liste, für Goals in der Woche, für eine Affirmation und für Notizen. Das sieht dann auch auf allen Seiten der Wochen gleich aus. Und das war's quasi schon. Ich habe nur random, weil ich hatte noch eine Seite frei. Ich habe angefangen, so ein Kindle Unlimited Page zu machen von Büchern, die auf Kindle Unlimited sind, die ich noch lesen möchte, zum Abhaken. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber ich habe sehr viele so Book Journal Videos angeguckt in letzter Zeit und hatte einfach so ein bisschen Bock, ein bisschen kreativ zu werden und das Bullet Journal, weil ich nutze mein Bullet Journal teilweise sehr strikt, dass alles immer gleich aussieht und immer gleich aufgebaut ist. Aber eigentlich ist ja die Beauty, die Schönheit eines Bullet Journals,
damit, dass die Seiten leer sind und dass man auch on the go jeden Monat sich entscheiden kann, hey, heute mache ich das, jetzt mache ich dies, dann mache ich das. Ich versuche dieses Jahr ein bisschen mehr in den Genuss davon zu kommen, dass ich auch mir kreative Freiheit gönne. Das bedeutet halt manchmal auch einfach so Sachen wie, hey, ich mache halt hier eine Kindle Unlimited Page, weil ich hier Platz habe. Oder falls ich mal zwischendrin drei Seiten brauche, nutze ich halt drei Seiten. Weil ich weiß, dass die Seitenzahl auf jeden Fall reicht für ein ganzes Jahr. Plus, da sind noch Pufferseiten auf jeden Fall drin. Das ist mein Ziel, was mein Bullet Journal angeht. Ein bisschen mehr Freiraum. Und das war der Aufbau von meinem Bullet Journal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht habt ihr auch ein Bullet Journal, was ihr aufbaut dieses Jahr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, das zu sehen. Ich liebe Bullet Journal. Also falls ihr Bock habt, geht gerne auf mein Instagram. Schickt mir euren Bullet Journal. Ich liebe das wirklich. Ich liebe es, mich da auszutauschen. Ich liebe es, Inspiration zu sammeln. Ich habe auch viele meiner Vorlagen, wenn nicht sogar fast alle meiner Vorlagen, geklaut. Von anderen Menschen, die das viel besser können als ich. Das heißt, mein Bullet Journal ist quasi einfach nur eine Zusammensammlung von ganz vielen kreativen Menschen. Naja, hupsi. Also lasst uns austauschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Falls ihr euch für mehr Habit, Productivity, Bullet Journal Content interessiert, dann abonniert auch gerne und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, bye!